Man kann keine Messe Highlights nennen, wenn man dann keine Highlights hat. Und am Ende des Tages sollen die Galeristen hier diese Messe als Messe für hochwertige, qualitativ hochwertige Kunst sehen. Also wir haben hier über 2300 irgendwas Quadratmeter und eine Messehalle in einer Dimension mit einer Innenhöhe von 18 Meter, die vermutlich in der Innenstadt keiner haben kann, klarerweise. Wir sind die Messe für österreichische Kunst, die gespickt ist mit ein paar internationalen Positionen, die sich nicht mehr behaupten müssen. Ich denke, wenn wir als Messeveranstalter alle dasselbe machen, tun wir uns sehr, sehr schwer. Und deswegen denke ich, es soll jeder so ein spezielles Feld besetzen. Also zu dem Nietzsche ist zum Sagen, dass er ein extra Werk mit damals mit Tempera auch noch gemaltes Bild ist. Also kein Blut, sondern Tempera, das er besonders abgemischt hat und dadurch auch diese Fleckenwirkung erzeugt. Der Hermann Nitsch mit seinem OM-Theater ist ja sowieso was Einzigartiges, das er da geschaffen hat, wo es gibt ganz wenige, die jetzt das so durchgezogen hat. Und da sieht man einfach den Beginn seiner Arbeit und ich glaube, es ist ein ganz interessantes Werk. Das sind Galerien wie wir aus dem kleinen Graz, haben wenig Flausen im Kopf und bemühen uns sehr, internationale Spitzenkünstler wie Günter Förk hinter mir oder Katharina Grosse, Arnulf Rainer, Herbert Brandl, aber zu guten Preisen anzubieten, denn der Konsument ist mündig, vergleicht und hat binnen einer halben Stunde auf einer Messe oder binnen eines Tages auch im Internet sofort alle Vergleiche. Das ist ein Highlight innerhalb der Werkserie Spittelauer Lände. Es ist auch ein Highlight, ich will ja nicht zu nahe treten, aber auch ein Highlight innerhalb ihres Werkes, glaube ich. Zumindest diese große Gruppe Spittelauer Lände sind sehr großformatige Aquarelle, was ganz besonders ist, weil ich sehe, dass im Werk von Martha Junge das Papier einen ganz hohen Stellenwert hat und das ist ein Aquarell auf Papier. Ich würde sagen, die reinste Form ihrer Ausdrucksart. Und die anderen Arbeiten dieser Serie sind in Albertina und in wichtigen Privatsammlungen. Ja, im Grunde ist es eine Mischung. Natürlich nimmt man ein paar hochkarätige Arbeiten auch mit, aber im Grunde entscheidet man immer von Herzen aus, was einem gefällt, wo man sicher ist, dass man den Leuten auch eine Freude machen kann. Und gerade bei der Art Austria Highlights, die ja eine Messe ist, auch für ein sehr junges Publikum, ist es natürlich toll, wenn man einfach einige Arbeiten dabei hat, die auch vielleicht günstiger sind, aber von hoher Qualität. Das ist bei uns das absolute Kriterium in der Galerie, weil so eröffnet man vielen Leuten einfach auch die Möglichkeit, sich ein Kunstwerk zu erwerben.